Anton, Herr Hauser hier. Gibt es eigentlich ein Foto davon, wie du den Pokal vom Schleswig Cup geholt hast? In unserer Siegersammlung fehlt nämlich immer noch ein Bild von dir. Liefer das mal nach, sonst musst du die nächste Meisterschaft gewinnen, als Einstein. Das muss und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen hier mit meiner Maus, bei mir zu Hause, in meinem Bett, durchs Internet. Oh, Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen. Liefer das mal nach, sonst musst du die nächste Meisterschaft gewinnen, als Einsteiner. Tja, bin ich aber nicht. Nur der Sohn, den du nie wolltest. Jetzt komm. Er wusste nicht, dass er das zu seinem Sohn sagt. Schon klar. Wie war denn das eigentlich so, ohne Vater aufwachsen? Meine Freunde hatten alle voll die coolen Dads. Die haben 1000 Sachen mit denen gemacht. Höhlenforschung, Lagerfeuer, Kekse backen. Sowas habe ich mir auch immer gewünscht. Wieso? Verstehst du dich mit deiner Mutter nicht, oder was? Doch, sie ist total lieb. Aber über meinen Erzeuger wollte sie nie sprechen. Wie er aussieht, wie er tickt, sogar wie er heißt, musste ich alles selbst herausfinden. Aber als du es dann wusstest, warum bist du nicht einfach zu ihm hin und hast gesagt, wer du bist? Damit er gleich wegrennt. Aber dieser Riesen-Act, ich meine, du fälschst 1000 Zeugnisse, tapezierst deine Wände mit Urkunden, organisierst einen Megapokal. Warum? Ich wollte gut genug für ihn sein. Damit er denkt, wenn er mich sieht, wow, so einen Sohn hätte ich gerne. Aber er guckt mich an und ist happy, dass er zum Glück keine Kinder hat. Du gibst zu früh auf. Doch wirklich, er hat dich nie kennengelernt. Er hatte immer nur den Fake-Anton um sich. Supersportler, Schlauberger. Hör bloß auf, das war das Erste, was er zu mir gesagt hat. Und ich fand dich auch als Geniestipendiat irgendwie glatt. Zu glatt, schleimig, irgendwie doof. Aber jetzt, wo du ehrlich bist und auch mal was von dir erzählst, was stimmt, fange ich an, dich zu mögen. Und wenn es mir schon so geht, wie soll es denn einem Vater gehen? Also zeig ihm den echten Anton. In Frankreich sind schon Ferien. Jedenfalls in dem Kaff, aus dem sie kommt. Erfurt ist eine Mega-City für sie. Oh la la. Sie ist hier, um Deutsch zu lernen. Also sprich wirklich nur Deutsch mit ihr. Und bitte langsam. Oh la la auf Deutsch? Ah, ich weiß. Krass. Übrigens auch voll das wichtige deutsche Wort. Sie traut sich noch nicht so viel zu sprechen. Ihr Deutsch ist echt grottig. Hi. Vorstellen. Pitt, das ist Germaine, meine französische Austauschschülerin. Germaine, das ist Pitt. Willst du mal mit mir gehen? Eis essen gehen. Ich gehe. Pitt, warte mal, meine Hausaufgaben. Die haben mich echt nicht erkannt. Die haben nur Germaine gesehen. Pitt hat mich angeflirtet. Ist er nicht dein Typ? Pitt ist mein Kumpel. Sowas kann bleibende Schäden hinterlassen. Verstehe. Naja, ich hab ja gleich gesagt, du hältst keinen halben Tag als Mädchen durch. Aber 2 Minuten? Wow, Loser-Rekord. Wer fängt nochmal an, ich oder du? Ah, Frau Levin. Wegen gestern Abend. Victor, das ist jetzt nicht der richtige Ort, ja? Ich bin zu weit gegangen, oder? Wir sprechen es nach der Stunde. Also, wir fangen heute mit Gummibärchen in Flammen an. Badu und Victor haben ja schon alles aufgebaut. Also, Badu, Victor, bitte. Do not try this at home. Genau. Bitte zu Hause nicht nachmachen. Wunderbar. Was genau ist denn hier gerade passiert? Gute Frage.
Also wir haben das Kaliumperchlorat eingeschmolzen. Kaliumchlorat? Ja, stimmt. Kaliumchlorat. Kaliumchlorat ist richtig, ja? Das ist ein starkes Oxidationsmittel. Das heißt, es gibt Sauerstoff ab. Lässt du gerade ausreden? Ja, sorry. Nein, wirklich. Es tut mir leid. Also, du sagtest, es ist ein starkes Oxidationsmittel, richtig? Der Kohlenstoff im Gummibärchen reagiert mit dem Sauerstoff. Die Verbrennung dabei ist... Victor? Sorry. Ich will nicht nerven. Wirklich nicht. Das Ziel? Den richtigen Zeitpunkt finden. Zeitpunkt für was? Das ist ein Schlachtplan. Du sollst deinem Vater zeigen, wer du wirklich bist. Aber diesmal ohne Ultimatum. Deswegen... Weg zum Ziel. Erstens Zwischenprüfung bestehen. Dann hast du dir deinen Platz am Einstein wirklich ehrlich verdient. Problem dabei ist nur, wir haben nicht mehr viel Zeit. Das heißt, du musst extrem viel Nachhilfe in extrem wenig Zeit nachholen. Ich will das nicht. Ja, ist klar, aber natürlich wird das anstrengend. Nur Prüfungsaufgaben hacken ist nicht mehr. Ab jetzt bist du ehrlich. Dann stellen wir den Artikel online. Der war gut. Das war kein Witz. Ich habe keinen Bock mehr, mich ganze Zeit zu verstecken. Du hast doch selbst gesagt. Das war von Anfang an alles Quatsch. Ja, was hat das jetzt mit dem Artikel zu tun? So können die anderen mich endlich wirklich kennenlernen. Anton, wenn du den Artikel jetzt online stellst, dann fliegst du von der Schule. Dann war's das mit Hauser näher kommen. Das meinst du nicht ernst? Was? Bommel, ist schlecht gerade. Ich bin im Stress. Welcher möchte gern Schreiberling? Anton, Artikel online? Da drin steht überhaupt gar kein Wort darüber, wie du deinem Vater näher kommen wolltest, sondern nur, wie du getäuscht, getrickst und gelogen hast. Hab ich ja auch. Und das sollen jetzt alle wissen. Ja, vielen Dank für das wunderbare Experiment. Es war jetzt leider keine Zeit mehr für Fragen zur Zwischenprüfung, aber die könnt ihr mir sehr gern in der nächsten Stunde stellen, ja? Was ist heute los? Ich bin schon die ganze Zeit so strange. Victor? Können wir uns nachher noch mal kurz sprechen? Hier im Labor in 5 Minuten? Ja. Was hast du getan? Deine Tipps befolgt. Mit den Tipps bin ich durch. Und außerdem glaube ich nicht, dass ich dir welche gegeben habe für Levin. 9 von 10 Frauen stehen auf Überraschung. Du hast sie überrascht? Are you crazy? Was ist passiert? Das ist immer passiert, wenn ich auf dich höre. Die Frau haut ab. Alter, das liegt aber nicht an meinen Tipps, sondern an deinen Dates. Guck mal, Cecilia ist lesbisch. Frau Levin ist eine Lehrerin. Lehrerin ist nicht gleich Frau. Und außerdem, du hast gesagt, du sittest das Baby. Bonnie, schon wieder. Aber diesmal spendest du nicht das Training. Du hast eine neue Nachricht. Stipendium fürs Lügen. Anton! Ich wollte beeindrucken. Anton Busch, der Superstipendiat. Der Schlauberger mit den 1000 Pokalen und Urkunden. Ich wollte so großartig sein, dass niemand auf die Idee kommt, auch nur irgendetwas Schlechtes über mich zu erzählen. Ich wollte perfekt sein. Und das hat ja auch geklappt. Ihr habt mich alle gefeiert. Aber nichts davon ist wahr. Und die Person, die ich damit unbedingt beeindrucken wollte, hat mich immer noch nicht gesehen. Aber jetzt ist Schluss mit den Lügen. Versprochen. Oh Mann, dieser Kackartikel.
Sorry. Wofür? Dass ich Anton immer verteidigt habe. Ich meine, warum macht er das? Ich fand ihn immer so nett. Du hast eine wirklich gute Menschenkenntnis. Naja, ich habe halt gedacht, du verrennst dich da an was. Du warst doch von Anfang an so neidisch auf ihn. Naja, neidisch. Ja, dann halt fett enttäuscht, weil er das tolle Bergerstipendium gekriegt hat. Aber hey, vielleicht kriegst du das ja jetzt. Rieke, ich habe jetzt wirklich andere Sachen im Kopf. Was denn? Du überlegst, ob du den Artikel einreichen sollst? Ja, sollst du. Der hat so viele Klicks, absolut jeder redet davon. Und deine Schreibe, Kudos, das ist japanisch für Respekt, glaube ich jedenfalls. Warte mal, ich habe, glaube ich, noch irgendwo einen Link zu den laufenden Wettbewerben. Nee, warte jetzt mal. Ha, ich bin so gut organisiert. Viktor-Problem, bitte komm. Ja, da musst du ganz dringend hin. Ja, gleich. Jetzt, ich muss nachdenken. Ja, die Wettbewerbe sind alle toll. Anton Schlachtplan? Das ist nicht mehr aktuell. Rieke, du musst doch ganz dringend wohin? Ganz dringend. Tschüss, viel Spaß. Fast immer Bestandteil der Zwischenprüfung: Französische Revolution. Die kannst du doch Pit abfragen und er gibt dir dafür Nachhilfe in Deutsch, oder Pit? Ja klar, wir können Artikel üben und Verben konjugieren. Kann man helfen? Wo soll es denn hingehen? Eau de Toilette. Ist das nicht Parfüm? Ich gehe lieber mal mit. Nicht, dass sie sich noch auf dem Jungsklo verirrt. Die kommt mir irgendwie bekannt vor. Danke, dass Sie gekommen sind. Ich habe den Artikel gelesen. Hättest du mir nicht extra weiterleiten müssen. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, sie flippen voraus. Unfaires Spiel. In meinen Augen das Schlimmste, was man machen kann. Dann lieber ehrlich verlieren. Der Weißbrunnen-Pokal ist also nicht echt? Und dein Kreuzbandriss? Heißt, du hattest keinen Kreuzbandriss? Sonst wäre aufgeflogen, dass ich kein Sportcrack bin. Macht dir das eigentlich Spaß? Wir stehen jeden Tag auf dem Sportplatz. Und du lügst mir die ganze Zeit ins Gesicht? Spaß war absolut nicht der Grund. Ah, nicht. Was ist dann dein Problem? Ganz genau. Weil es dafür nämlich keine Rechtfertigung gibt. Du solltest dich einfach nur schämen. Moment. Ich erwarte eine Entschuldigung. Da kannst du lange warten. Hast du mich gerade geduzt? Schlimm, oder? Wie krass bei mir meine Eltern versagt haben. Bleib ruhig sitzen. Victor, deine Überraschung gestern. Das war nur, weil sie Geburtstag hatten. Die haben gesagt, sie wollten mal wieder schick essen gehen. Und da dachte ich, ich wollte nur, dass sie sich freuen. Ja, aber weißt du, wir beide, wir haben kein privates Verhältnis. Das verstehe ich. Völlig. Wir müssen noch kein großes Ding draus machen. Ab jetzt kümmere ich mich nur noch um Leo. Das ist keine gute Idee. War ein super Babysitter. Ja, auf jeden Fall, aber es ist das Beste, wenn wir uns ab jetzt nur noch im Unterricht sehen. Also, wir mischen uns nicht mal ein, okay? Das war ja abgemacht. Wir müssen ihm ja keine Tipps geben. Genau, einfach für ihn da sein. Muss aber wie Zufall aussehen. Ja, aber lauschen ist schon krass, oder? Oh, schon fertig? Da können wir jetzt rein, oder? Ja, weil Frau Levin ist ja Vertrauenslehrerin und Anton hat ja unser Vertrauen missbraucht. Also. Das ist Wasserverschwendung.
wir gehen zu Pitt. Das ist mit Pitt, das geht mir nicht so gut. Oje, du bist echt ganz schön blass. Was hat sie denn? Ach, blass ist sie immer. Also immer, wenn wir skypen oder Fotos schicken. Genauso blass wie jetzt. Vielleicht mal schminken? Ach komm, Jermaine. Probier's wenigstens. Es kann nur besser werden. Cosmund? Was? Wow. Super. Da müssen wir noch was mit deinen Haaren anstellen. Wie wär's mit Zöpfen? Was? Augen zu. Augen. Lidschatten, Wimpern. Ist Pflicht. Absolut. Autsch! Stopp! Er sieht aus. Danke. Er hat mich verarscht. Und ich hab gewonnen. Du hast keinen halben Tag als Mädchen durchgehalten. Aber bitte sag mir, dass das mit Pitt auch gestaged war. Meine Gefühle waren natürlich echt. Du bist echt fies. Und du so hübsch. Ich war gerade auf dem Weg zu Ihnen. Könnt ihr bitte rausgehen? Danke. Bevor Herr Chung und ich offizielle Konsequenzen ziehen. Anton, sag mir bitte, was das sollte. Warum erschleichst du dir ein Stipendium? Erklär's mir, bitte. Wir können es kurz machen. Alles, was in Moritz' Artikel stand, stimmt. Also schmeißen Sie mich einfach raus. Ich will's aber nicht kurz machen. Ich will verstehen, warum du das getan hast. Mit dieser Einstellung zwingst du uns zum Äußersten. Willst du das wirklich? Was ist? Darfst du bleiben? Darfst du die Zwischenprüfung machen? Will ich gar nicht. Warum denn? Kannst du den für mich abgeben? Wieso? Haben sie dich rausgeschmissen oder was? Hier bleiben macht doch eh keinen Sinn. Jedenfalls nicht bei dem Erzeuger. Anton, jetzt warte doch mal. Und? Was? Bei welchem Wettbewerb reichst du den Artikel jetzt ein? Oh, mitkommen. Auf die Plätze! Fertig! Hallo, hallo, Viktor! Starttraining heißt eben starten. Macht sich eben doch bemerkbar, wenn man zweimal schwänzt. Vergiss die Lady, ich bin für dich da. Alle zurück auf Anfang. Hallo, können wir dann bitte? Auf die Plätze! Fertig! Stopp, 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 Viktor! Was ist los? Nichts. Nichts. Sport war immer das Wichtigste für dich. Du jobbst fürs Trainingscamp. Ich habe einmal den Anfang verhauen. Zweimal. Ja, okay. Und? Jetzt gibt's Stress. Hör mal, ich bin auch sauer auf Anton. Dein Mitbewohner lügt dich an. Mein Assistent lügt mich an. Klar stört das die Konzentration. Stimmt das? Ist der wegen Anton so drauf? Anton? Nicht dein Ernst, oder? Reiß dich zusammen. Hm? Komm noch mal, alle auf Anfang. Wir sollen Anton bei der Zwischenprüfung helfen. Der hat doch voll krass gelogen. Du hast ein schlechtes Gewissen, weil du den Artikel rausgebracht hast. Nein, ich habe ihn nur geschrieben. Moritz, ein Journalist ist der Wahrheit verpflichtet. Und den Auftrag hast du ja knallhart erfüllt. Also nicht knallhart, wie skrupellos. Eher wie ein Detektiv. Ja, aber ich habe Anton zum Beispiel nie nach seinen Motiven gefragt. Aber das ist doch oberoffensichtlich. Echt? Er wollte einfach perfekt sein. Um von allen gefeiert zu werden. Nach dem Motto, so toll wie ich ist. Nein, das war anders. Das war lebenswichtig. Lebenswichtig? Ja. Ja, vielleicht hat er ja überehrgeizige Eltern, die sich zu Tode schämen, wenn er kein Stipendium kriegt. Ich kann euch das nicht verraten. Ich will's auch gar nicht. Absolut unmöglich. Na dann, muss ich los. Stimmt. Zwischenprüfung rufen. Wie ganz jetzt? Laut. Halt, stopp, wartet! Habt ihr noch nie Fehler gemacht? Und waren eure Freunde dann nicht für euch da?
Anton muss am Einstein bleiben. Wenn er jetzt gehen muss, dann wird er nie glücklich. Nie so richtig von ganzem Herzen glücklich. Er will bleiben, das weiß ich. Mehr kann ich euch nicht sagen. Nie wieder glücklich? Das klingt tragisch. Das ist auch tragisch. Naja, und wenn er hier bleiben will, dann bleibt er hier. Wie jetzt? Heißt das, ihr macht mit? Einer für alle und alle für Einstein. Einstein für Anton. Aber ich will trotzdem irgendwann noch wissen, warum er so gelogen hat. Beim nächsten Mal will ich dich wieder in Form sehen. Na, wie ist die Aussicht? Was haben Verliebtsein und Staffeltraining gemeinsam? Bitte nicht. Manchmal legt man Fehlstarte. Oder auch zwei. Hat Badu dich geschickt? Mischst du dich jetzt auch noch ein? Nein. Ich rede von mir. Also von uns. Man. Ich habe echt versucht, mich in dich zu verlieben. Das klingt voll komisch. Aber es ging irgendwie nicht. Leider. Das war voll der Schock, weil ich mir so dachte, wenn ich mich nicht in den tollen Typen verlieben kann, dann klappt's ja nie. Aber dann habe ich verstanden, dass ich einfach in die falsche Richtung geguckt habe. Ich bin also in die falsche Richtung? Nein. Weißt du, ich weiß echt nicht, welche Lady du einfach vergessen sollst. Aber ich weiß ganz sicher, dass du dein Match findest. Du bist nämlich echt cool. Und zwar genauso, wie du bist. Und ich fand's echt cool, wenn wir einfach wieder Freunde werden können, so wie vor unserem Date. Ich vermisse dich nämlich. Keine von Antons Auszeichnungen ist echt. Und das muss erst Moritz auffallen? Sie wollten uns nicht am Auswahlverfahren beteiligen. Haben Sie wenigstens die Unterlagen der nächsten Stipendiatin geprüft? Also, das verbitte ich mir. Bitte? Bitte? Bringen wir es hinter uns? Ist das Anton Busch? Die Verbindung ist gerade ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Dr. Berger ist alles andere als begeistert. Vorher haben wir mit deiner Mutter telefoniert. Die holt dich morgen ab. Es sei denn, du lieferst uns doch noch eine Erklärung. Bitte gebt Anton noch eine Chance. Jeder, der im Einstein ist, hat das Recht zu bleiben, solange er die Prüfungen besteht. Genau. Und deshalb fordern wir, dass Anton die Zwischenprüfung ablegen darf. Leute, lasst gut sein. Nein, du lässt jetzt mal gut sein und lässt uns machen. Du verteidigst Anton? Du hast doch seine Stipendiumslüge erst aufgedeckt. Allerdings stand in deinem Artikel auch nichts über seinen Grund. Ja, den kann ich Ihnen gern verraten. Moritz, lass ihn bitte ausreden. Der Grund ist, Anton gehört ans Einstein. Vielleicht viel mehr als jeder andere von uns, weil er hat hier Freunde gefunden. Freunde, die ihn mögen, wie er ist. Danke.